Hi. Es ist der vorletzte Abend, Nacht, was auch immer. Es ist 2:30. Und ich habe vor allem mit meiner Mitbewohnerin so über die letzten Tage, Wochen geredet. Über Sachen, die wir vermissen werden, die wir nicht vermissen werden. Und ja, alles, was ich so die letzten Videos auch schon gesagt habe, dass es schwierig wird. Und ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, aktuell brauche ich das einfach, dass ich diese Videos vorm Schlafengehen mache, weil ich meinen Kopf freireden muss. Ja. Und ich habe mir gedacht, statt dass Secret Discord-Server Stuff wird, mache ich das einfach für alle. Und zwar habe ich gerade einen Brief unter meine Tür durchgeschoben bekommen. Hey Praktikant Dana hier. Insider, weil ich eine Dreijährige habe, die meinen Namen nicht sprechen kann. Ich schreibe dir diesen Brief, weil einfach mal Danke sagen möchte. Ohne dich wäre ich nie durch die Prüfung gekommen und wäre nie hierhin nach gekommen. Ich hätte mir keinen besseren Ort vorstellen können. Danke auch dafür, dass du mich ausgehalten hast und auch wenn ich oft sehr genervt war. Sorry nochmal. Gibt's noch eine Rückseite? Muss ich den Namen verdecken. So. PS, bleib so wie du bist und träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. HDGDL. Drück mich. Ja, das ist der Müll. ja, was soll ich sagen? Ich bin ziemlich nachdenklich. Ich glaube, ich habe gar keine Worte. Ist meine Lampe kaputt gegangen? Nee, okay. Genau, ich habe jetzt gerade mit meiner Bewohnerin die Geschenke zu Ende gemacht für die Kinder, für die Erzieher, also für das Team und für unsere Mitbewohnerin mit ihren Kindern. Und es kickt gerade so richtig. Ja. Weil es ist halt einfach eine Zeit gewesen, die mir viel gezeigt hat über mich selber. Und ich habe schon so oft gesagt, ich bin selbstbewusster geworden, ich habe mich mehr getraut, habe einfach so viel über mich gelernt. Wie noch nie. Was meine Stärken sind, was meine Schwächen sind. Versteckte Interessen, versteckte Stärken gefunden und ja. Ich glaube, es fällt mir echt schwer zu gehen. Diese Videos am Abend brauche ich einfach, damit ich besser einschlafen kann, mich besser fühle, mich freier von dieser Last fühle. Ich weiß es nicht, eins von den ganzen Sachen. Oder alles zusammen. Ich weiß nicht, es sind so die dümmsten Sachen, die man vermissen wird. Dieser ewige Weg nach unten, um die Wäsche zu waschen. Dass man keine Küche hat. Ja, das ist aber was für einen anderen Tag, die Story. Die totale Unordnung. Wie viel Akku habe ich noch? 3%. Okay. Und ja. Ich glaube, das ist nochmal der richtige Moment, einfach Danke zu sagen an alle, die mich in den letzten Wochen begleitet haben, mein Geheul ausgehalten haben, meine echt schlechten Witze ausgehalten haben. Nochmal spezielle Dankeschöns an meine beste Freundin und an Jessie, an den lieben Dark, den lieben Chip, also einen. Ja, Tommy und Marlena. Allgemein der ganze Secret Discord Server. Ja. Und alle die, die ich vergessen habe. Und natürlich auch an die Person, die gerade zuhört. Hi.
Ich weiß nicht, ob morgen noch ein Video kommen wird. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wenn ich gepackt habe, mal gucken. Ja. Danke fürs Dabeisein.